Und auch das Baby liegt in einer 1%igen Salzsäurelösung. Ganz genau. Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Schön, dass du mit dabei bist. Hier wieder bei Bewusst Kochen und es dreht sich natürlich alles wieder um Rohkost, nämlich Rohkost mit Leidenschaft. Das Interview habt ihr vielleicht schon gesehen mit unserer lieben Christine und wir haben es schon angesprochen, dass wir mit dir heute einen Kuchen zubereiten werden. Ja. Du wirst gleich noch mehr dazu sagen, nämlich einen Mango-Mohn-Kuchen, genauer gesagt ein Mango-Mohn-Streuselkuchen. Streuselkuchen, genau. Mir hat es gerade fast gefehlt. Und dann haben wir natürlich mit dabei den lieben David, Mr. Rowe. Ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist hier bei uns in der Küche. Und ja, Christine, du sagst uns am besten mal, was wir beide jetzt für dich tun dürfen. Ja, wir fangen an, wie bei jeder anderen oder bei jedem anderen Kuchen auch, mit einem Boden. Den Boden, der wird gemacht aus Cashewkernen. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, Mandeln oder Haselnüsse nehmen, je nach Geschmack. Ich finde Cashewkerne hier ganz gut, weil sie neutral sind. Ist jetzt nicht das bekömmlichste Nahrungsmittel in der Rohkost, aber es erfüllt halt einen super Zweck, was manche Nüsse gerade bei Tortencremes nicht erfüllen können. Bei Cashew haben wir sehr viel Omega-6, ne? Wir haben ja sechsmal mehr Omega-6 als Omega-3. Und da haben wir viele auch Verdauungsprobleme mit. Ja, also okay. Wie gesagt, für eine Tortencreme eigentlich unerlässlich, aber jetzt, da wir keine Tortencreme machen, könnte man das auch austauschen mit jeder Nuss, wie man möchte. Und dazu sind noch da drin gekeimte Buchweizen, die allerdings im Dehydrator wieder getrocknet werden. Die kriegen dann so einen richtig schönen Crunch und das wäre schön, wenn du das einfach mal jetzt zu Staub verarbeiten würdest. Einmal Thermomix, mixen. Genau. Genau, da haben wir nämlich jetzt mit dabei unseren Thermomix. Den haben wir jetzt tatsächlich neu mit ins Programm aufgenommen. Ich weiß, viele von euch werden jetzt stöhnen und denken, oh, Thermomix. Ging mir 10 Jahre auch so. Ich habe mich, glaube ich, über 10 Jahre gegen den Thermomix gewehrt. Und habe mich eigentlich über jeden lustig gemacht, der so ein hässliches Ding zu Hause hat. Und habe gesagt, wozu braucht man sowas, wenn man eine ordentliche Küche hat? Eigentlich nicht. Mhm. Aber ich war dann immer bei einer Freundin zu Besuch. Die hat einen Verein, Gemeinschaft für Lebendigkeit, die liebe Sibylle. Und wir machen auch im Oktober einen Ärztekongress zusammen. Mhm. Und immer, wenn ich sie im Büro besucht habe, hat sie für uns gekocht. Im Thermomix und hat dann immer so einen leckeren Rohkostsalat gemacht und mal so eine Zucchini-Suppe und so schön schnell, ne? Ja, und so schön schnell, war auf Arbeit, ja, also im Büro quasi. Und wir haben uns häufiger getroffen und mir war es schon ein bisschen peinlich, weil ich konnte gar nicht mal aufhören mit Essen, es hat so lecker geschmeckt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt lege ich mir einen Thermomix zu und ich bin so begeistert, weil ich finde es gerade schön, ich lebe alleine. Ich habe eine kleine Küche, ich habe keinen Geschirrspüler und ich hatte einfach keine Lust. Ich koche ja noch, also ich bin kein Rohköstler. Und ich hatte aber dann einfach keine Lust mehr, irgendwie einen riesen Abwasch mit 3 Töpfen zu machen, für mich alleine. Mhm. Und dann hast du natürlich Mengen, wo du irgendwie 3 Tage davon isst, ja, wo es dir dann wirklich schon zum Halse raushängt. Und dafür ist wirklich der Thermomix, muss ich sagen, ideal. Man hat ganz, ganz viele tolle Rezepte drin. Man kann alles damit machen. Also man muss nicht die Rezepte von Thermomix machen. Du arbeitest ja auch ganz viel mit Thermomix. Mhm. Du hast noch ein ganz altes Modell, habe ich gesehen. Ja, ja. Und ja, deswegen würde ich den gerne heute einfach mit integrieren. Mhm. Ist auch zum Nüsse malen eigentlich das Beste. Also ich habe jetzt so viele Mixer probiert, gerade für die Tortenböden. Es gibt nichts Besseres. Ja. Ja, also nichts vermeckt nachher die gemahlenen Nüsse mit Agavendicksaft so konsequent wie dieser Thermomix ist es. Ja, und die meisten geht es ja beim Mixer um die Leistung, dass die möglichst schnell und ne, so möglichst viel Umdrehung haben. Aber wenn man so einen Boden macht, macht man sich damit echt kaputt. Also man braucht ja auch einfach mal einen Mixer, der auch mal langsam laufen kann. Genau. Langsam über einen langen Zeitraum laufen kann. Ganz genau. Das Tolle ist, man muss nicht daneben stehen. Das finde ich ja noch geiler. Ja. Es kocht nichts über. Du musst nicht in der Küche bleiben, die Zeit ist eingestellt, also du kannst auch mal rausgehen, Wäsche aufhängen oder irgendwas. Ne? Wenn das Ding fertig ist, stellt sich von alleine aus und fertig. Absolut. Ja. Also er vereinfacht wirklich vieles und da spricht halt auch deine Erfahrung wieder für dich. Du hast es mit dem Bianco probiert, mit dem Vitamix, wir haben uns im Vorhinein drüber und lang unterhalten. Aber der Thermomix hat halt noch ganz bestimmte Funktionen, eben wie du sagst, das ganz langsame Mahlen von Nüssen. Und das kriegt man sonst nicht hin. Ja. Wir haben das sonst bis jetzt gar nicht in den Fokus gerückt gehabt, das Gerät, aber du hast 3 Jahre im Bistro gearbeitet mit Rohkost. Du hast für Rüdiger Dahlke, Tamagar, dort die Kurse gemacht. Du hast im Rohkost-Hotel gearbeitet. Mhm. Also du hast ganz viel Erfahrung gesammelt und wenn einer wie du uns sowas empfiehlt und sagt, hey Leute, für die Rohkost Nüsse am besten da zubereiten, dann kann man wirklich sagen, du spürst das Erfahrung. Definitiv, ja. Das spart unglaublich viel Zeit und auch Ärger. Ne? Also ich meine, Vitamix und Bianco, die sind super, möchte ich also wirklich nicht missen in der Küche. Aber für Tortenböden, Nüsse malen in Verbindung mit einem Süßungsmittel, mit einem flüssigen, gibt es eigentlich nichts Besseres, weil die sind einfach zu schnell, die klatschen die Nüsse an die Wand und das war's dann. Und richtig. In der Mitte dreht sich dann das Ding und ich finde das super. Ganz genau. Ne? Ganz genau.
Bombe. Das ist es. Ja. Deswegen hier darunter natürlich auch wieder verlinkt so einen Thermomix. Und wir werden euch in den weiteren Sendungen natürlich noch andere Gerichte mit dem Thermomix zeigen, damit ihr seht, was eine Vielfalt da einfach ist. Ja, mir geht es vor allem darum, mal zu zeigen, wie schnell es geht, wie sauber alles bleibt. Ja. Man hat keinen Abwasch. Und gerade so für so einen Single-Haushalt, also man macht sich wirklich so einen Brokkoli-Apfelsalat mit Dressing in wirklich ungelogen 5 Minuten. Ganz genau. Ja. Und sonst macht man das halt auch oftmals nicht, weil zu viel Zeit einfach einnimmt am Tag. Ja. Und du sagst es, mit dem Thermomix geht es einfach sehr, sehr schnell und einfach. Und ich habe auch viel auf Rohkost verzichtet, weil mir dieses Geschnippel auch auf den Sack Und dann musst du ja, dann hast du wieder das Brett vollgesaut, dann hast du die Messer vollgesaut, die ganzen Schüsseln, dann musst du noch ein Dressing machen, dann brauchst du noch eine zweite Schüssel. Richtig. Dann haut es wieder hin, dann brauchst du noch eine dritte Schüssel. Ja, genau. Dann brauchst du wieder noch einen Rührer. Und hier, ich hau hier alles in 2 Minuten rein, mix es einmal durch, fertig. Ganz genau. Und das könnt ihr auch mit den Rezepten machen, die wir in diesem Kochbuch jetzt zusammengefasst haben. Das ist jetzt die zweite Staffel, das heißt, nach der ersten Staffel haben wir alle Rezepte aus der ersten Staffel in diesem Kochbuch verewigt. Könnt ihr auch hier drunter mal bestellen. Die ganzen Zutaten für die einzelnen Gerichte findet ihr auch hier drunter bei uns im Shop. Und da habt ihr einfach ein ganz einfach Abkürzung in Richtung Gesundheit. Genau. Und wie schnell das geht, das zeigen wir euch mal jetzt. Also, es kommt einmal alles rein. Ja, dann könnt ihr jetzt reib mal eben die Zitrone. Ja, du reibst mal die Zitrone, genau. Also nur die Schale natürlich, ne? Nicht die ganze Zitrone. Erzähl mal was. Du reibst jetzt die Schale ab. In der Schale sind natürlich sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe. Natürlich. Da sind auch die ätherischen Öle drin. Sekundäre Pflanzenstoffe werden als sekundär bezeichnet, sind aber sehr, sehr wichtig in der heutigen Welt. Die haben wir früher aus der Waldluft bekommen, die sogenannten Terpene. Wir haben sie Anthoxiane in Beeren drin. Wir haben also ganz viele, das sind Das reicht schon. Ja, ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, die heute auf der Strecke bleiben. Und hier in der Schale sind sie hochkonzentriert. Da muss man aber irgendwas beachten jetzt beim Raspeln. Ja, also ich meine, wir nehmen ja die Zitronenschale, um diesen typischen Zitronengeschmack zu erreichen. Mhm. Ne, weil der ist in dem Saft natürlich nicht so enthalten wie in der Schale. Aber beim Reiben muss man halt wirklich aufpassen, die Schale ganz dünn abzureiben. Ich empfehle dann wirklich so eine ganz feine Reibe. Und das Weiße von der Schale, was ich jetzt hier auch so dran gelassen habe, ich weiß nicht, ob man das sieht, das sollte man auf jeden Fall nicht mitreiben, weil da sind die ganzen Bitterstoffe enthalten. Ist schön, wenn man eine Aspirin produzieren will, aber nicht, wenn man eine Torte machen möchte oder einen Kuchen. Da gehört halt Bitter nicht rein. Mhm. Und das Cashew nimmt ja das Bitter noch so richtig schön auf, ne? Ja, das verstärkt es eigentlich nochmal. Also jetzt gerade so in Tortencremes, die dann ja auch 12 Stunden im Kühlschrank sind. Also wenn du da ordentlich Zitronenschale, dass du einen richtig schönen zitronigen Cashewkuchen hast, dann hast du aber auch einen unglaublich bitteren Cashewkuchen. Den müsstest du eigentlich nicht mehr essen. Ein paar Bitterstoffe reibst du mit ab. Ich meine, die sollen ja auch sein, ne? Wenn wir bei Umami sind, ein bisschen bitter ist immer. Genau. Mhm. Und sind ja auch gut für den Körper. Aber gerade unsere Leber freut sich immer über Bitter, essen wir viel zu wenig. Ja. Aber eben nicht gerade in der Süßspeise. Ne? Süßspeise soll Genuss sein und das darfst du da noch mit reinschmeißen beim Malen. Alles klar, gut, dass ich noch gewartet habe, weil ich wollte sagen, es wird gleich ein bisschen laut. Ja. Aber dafür geht es relativ schnell. Also du hast gesagt, 10 Sekunden reichen, ja? Mhm. Glaub schon. Einmal mal Vollgas und Staub. Ja, ich mach mal 12. So, und dann macht er sich zu. Aha. Ja, jetzt kommt das Geräusch, dass er fertig ist. Wir hätten tatsächlich noch weniger machen können, also 12 war tatsächlich schon zu lang. 8 Sekunden hätten wahrscheinlich auch gereicht. Jetzt klopfen wir einmal und da sieht man eben, man hat hier wirklich so das, also genau, Staub. Perfekte Mehl, wirklich Staub. Einmal schön geklopft. Jetzt darf ich einmal rein, weil auch der hat ja natürlich eine gewisse Umdrehungsgeschwindigkeit. Man holt dann einfach vom Rand mal das Zeug weg. Genau. So. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht als Tortenboden verwenden. Dafür ist es noch zu staubtrocken. Genau, und dafür, und auch für die Süße, ne, ein Kuchen muss halt süß sein, kommt dann noch so ein bisschen Agavendicksaft rein. Ich kann hier natürlich auch, wenn man möchte, lieber Kokosblütenzucker nehmen, also Sirup. Ahornsirup. Ahornsirup ist jetzt nicht rohköstlich, aber wer mag, könnte halt auch Ahornsirup nehmen. Menschen mit einer Unverträglichkeit für Fruktose können für süßen Sachen dann auch gerne so einen Reissirup nehmen zum Beispiel. Der ist bei denen ja dann möglich. Richtig. Ein Dattelsirup ist natürlich Bombe. Ne? Ja. Wenn man Rohkost-Dattelsirup hat, ist auch toll. Ja, gilt natürlich wieder zu beachten. Datteln, aber auch Agaven haben ein sehr, sage ich mal, anmaßendes Verhältnis von Fructose zu Glucose. Ja, wir hatten es vorher unterhalten, es gibt die sogenannten AGEs, Advanced Glucation End Products. Das sind Verzuckerungen, die im Körper entstehen, wenn man zu viel Fructose in seiner Nahrung hat. Und das führt dazu, dass das Eiweiß des Körpers verzuckert wird. Das heißt, man magert sehr schnell ab. Deswegen haben viele Rohköstler auch ein Problem zuzunehmen. Und man altert sehr viel schneller. Wir hatten diesen Ilian Sagenschneider auf der Messe gehabt, wo wir unser biologisches Alter haben messen können. Der hat genau diese AGEs gemessen.
Falls ihr an sowas mal Interesse habt, kommt zu den Revolutionen. Da erfahrt ihr ganz viel Information und lernt tolle Leute kennen wie die Christine, ja, die da hunderte von Torten schon gemacht hat. Also ich weiß gar nicht. Aber das Abmagern wird mir schon sehr entgegen. Ja, dann. So, das wird jetzt einmal gerührt. Ja, aber langsam, ne? Dass das genau nicht wieder so und nicht fliegt. Machen wir es wirklich ganz langsam. Mhm. Ein bisschen schneller. Ja, so vom Geräusch. Aber ist ja schön, man kann ja drehen während. Ja, genau. Ne? Ja, das reicht. Ein bisschen mehr. Gib ihm noch ein bisschen. Meinst du? Warte. Ich habe jetzt diesmal nur 8 Sekunden gemacht, weil ich dachte. Ich mal, wie es aussieht gerade. Warte, ich kann es noch. Mach immer so nah am Guck, ne? Ja, ja. Das ist halt. Du könntest noch ein bisschen. Also gucken. Wichtig dabei ist, wenn ich das mal kurz zeigen darf. Darf ich mal den auch? Ja. Wenn man jetzt guckt und rührt das hier mal drin um, ne? Vernünftig. Der muss noch bröckelig sein, so wie jetzt. Aber wenn du den nimmst und drückst den so zusammen, sollte es schon einen Klumpen geben. Ne? Mhm. Das ist halt, sonst hält der Tortenboden nicht. Das ist jetzt noch ein bisschen trocken, das darf ruhig noch so ein Schüsschen. Ne? Ich mach das jetzt einfach mal rein. So ein bisschen. So, machen wir nochmal dazu. Also wenn noch es dann nochmal bitte rühren könntest für mich. Ja, aber natürlich. Das ist sehr lieb. Nehmen wir einen Lappen. Brauchst du einen? Ach, da haben wir ein Läppchen. Genau. Ich muss ja überall nur mit den Finger rein. Ne? So, ich denke, das sieht gut aus. Das denke ich auch. Ist immer die Sicherheitsvorkehrung, die dann noch aufgeht. Weil ist ja auch mal heißes Wasser drin. Ja. So, euer Boden ist fertig. Et voilà. Et voilà. Perfekt. Sehr also schön. Genauso sollte er aussehen. Der wird dann so ein bisschen gröber. Da ist die Kamera. Genau, ja, man sieht es, er ist schön bröcklich. Ja. Und er ist halt auch, wenn ich jetzt so mache, ne, klebt er direkt zusammen. Und das ist ja Sinn der Sache. Der Boden soll ja. Das muss ich mal testen. Das muss ich mal. Oje. Da sind sie, die Naschkatzen. Wo du gerade sagst, testen, ne? Haben wir irgendwo Salz stehen hier? Ja. Wo ist Salz? Salz hin? Haben wir hier. Ja, bitte. Gut. Ja, reicht. Danke. Gut, dass du es erwähnst. Wir sprachen ja oft über Industrielügen, über verfälschtes Essen. Ja. Und damit es den Geschmack eurer Mitmenschen trifft, die noch diese ganzen Fertigprodukte essen und die im Supermarkt einkaufen, ist immer wichtig die Kombination von Salz und Zucker. Und zwar Salz auch allgemein ein sehr gesundes Lebensmittel, Jana, oder? Ja, Salz ist super wichtig, wobei man wirklich sagen muss, dass wir hier über natürliches Salz reden, richtig, also nicht über das chemische Salz, sondern eben über das natürliche. Und ich nehme auch jeden Morgen Salzsole zu mir, immer einen Teelöffel, weil unser Körper braucht Salz. Und wir bestehen ja klar aus 80, eigentlich 90% aus Wasser, aber eigentlich genauer gesagt aus einer 1%igen Salzsole. Stimmt. Ja. Und auch das Baby liegt in einer 1%igen Salzsole-Lösung. Ganz genau. Ja, deswegen ein bisschen Salz, weil viel Salz ist ja bei einigen verpönt. Das haben wir zum Glück jetzt überwunden. Salz ist gesund. Richtig. Also aber gut Wasser und Salz ist einfach, es hält uns am Leben. Ganz genau. Und wir haben man soll es nicht übertreiben. Und ein gutes deutsches Steinsalz muss nicht aus Himalaya kommen, denn Himalaya-Salz ist kein geschützter Begriff. Man kann es mit Granit aus dem Berg sprengen. Es kann aus irgendeiner Region aus dem Himalaya kommen. Es ist noch kein Qualitäts- und Gütesiegel. Ja, genau. So, jetzt gut, geht's weiter. Wir die Form. Tortenring. Ah ja. Genau. Also ich habe jetzt hier so ein einfach verstellbaren Tortenring. Man kann auch eine Springform nehmen, wenn man möchte. Das wäre dann jetzt, würde jetzt einer 16er Springform ungefähr entsprechen. Wichtig ist immer, wenn man die Springform nimmt, viele machen diesen Boden mit der, ich sag mal, mit der Delle nach unten. Ja. Den muss man umdrehen. Ne? Die Delle muss nach oben gehen in der Springform, weil sonst kriegt man den Kuchen gar nicht runtergeschoben. Ne? Der hängt ja da unten in dieser Sicke drin. Und dann funktioniert das nicht. Gut, guter Hinweis. Und wenn man was eingießen möchte, wenn man jetzt also wirklich eine Torte gießt, sollte man diesen Ring sichern mit Büroklammern zum Beispiel. Ah. Weil sonst kann es beim Teig andrücken sein, dass der sich ein bisschen verschiebt und dann läuft die ganze Suppe über den Tisch. Ist nicht so schön. Guter Tipp. Und dann aber die bunten, schönen Büroklammern nehmen, weil diese Metallbüroklammern, die reagieren irgendwie mit dieser Cashewmasse. Und dann kriegt man so große, schwarze, ausgelaufene Flecken auf der Masse, also die dann bitte nicht nehmen. Gut. Und dann nimmt man einfach hier so einen Spachtel und schüttet jetzt, weil wir wollen ja nachher noch Streusel machen, schüttet jetzt einfach mal so ungefähr, ich sag mal 60-70% von dem Ganzen, na, machen wir ein bisschen davon noch rein, da rein, gucken wir, dann kann man das schön verteilen hier. Das ist das Schöne, ich meine, viele fragen immer, warum nimmst du keine Datteln und machst die Datteln da rein, weil in der Rohkost nehmen ja immer alle Datteln. Ja, ich nehme, wenn dann Dattelsirup, weil wenn ich eine Dattel da reinschmeiße, dann habe ich irgendwann so einen runden Kloß, der sich da mitdreht. Ja. Und dann versucht den mal schön gerade gleichmäßig auszubreiten. Das funktioniert nicht und man ärgert sich und man drückt sich da echt einen Wolf.
Vor allem, wenn man da mal so für einen Geburtstag 3-4 Torten macht, spätestens bei der zweiten Torte bin ich an meiner Nervengrenze und schmeiß den Kram durch die Gegend. Aber so geht es halt recht schön. Dann kann man den, jetzt bin ich natürlich da drüber, so, kann man den so ein bisschen schon mal andrücken. Hier ist es nicht so wichtig, dass die Ränder wirklich festgedrückt sind. Ich mache es jetzt aber trotzdem mal, einfach um das zu zeigen. Weil für eine Torte muss das wirklich schön eng anliegen. Richtig. Und bei dem Kuchen hält halt der Boden auch ein bisschen die Füllung, sag ich mal. Mhm. Bei einer Rohkosttorte ist es umgekehrt, da hält die Füllung den Boden. Da ist es dann völlig egal, muss aber schön am Rand abschließen. Mhm. Dann gehe ich jetzt mal hier rum. Ihr seht, also während sie hier das andrückt, kann ich euch kurz was über Christina erzählen. Sie hat schon ein fertiges Rohkost-Rezeptbuch entwickelt. Das heißt, Nummer 2 ist in Planung vom Rohkosteria. Wir haben da schon fast alle Rezepte drin aus der Rohkosteria-Zeit. Und Christine hat ja noch sehr, sehr viel mehr Erfahrung. Und wir planen einen Online-Kurs sogar mit Christine, ja, der euch dann zur Verfügung gestellt wird. Und der euch die ganzen Hintergründe erklärt, also welche Torten, wie kann man verschiedene Süßspeisen machen, wieso zu speziellen Zutaten, dann die ganzen Erfahrungen von den ganzen, sag ich mal, Ikonen, die sie da gesammelt hat, sind da auch mitverarbeitet im wahrsten Sinne des Wortes. Also das wird eine richtig tolle Nummer. Wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet? Im Endeffekt, jedes Rezept, was ich aufgeschrieben habe, habe ich irgendwann mal zusammengesammelt und irgendwann waren es so viele, dass ich gesagt habe, naja, das reicht für ein Buch. Ne? Richtig. Über Jahre jetzt einfach. Ne? Und jetzt arbeitest du auch mit Rüdiger Dahlke zusammen und er selbst ist persönlich begeistert von dir. Du kochst quasi für ihn auch mit. Und er bereite zu, ja. Genau. Und er ist sogar so gnädig, dass er dir sogar ein Vorwort schreiben wird, weil das natürlich auch eine Heilnahrung ist, die du hier praktizierst. Ja. Diese Gomero-Kost, natürlich ist jetzt eine Sache mit Agavendicksaft etc., um die Leute abzuholen, aber langfristig geht es in Richtung Gesundheit. Natürlich. Ja, auf alle Fälle. Nein, klar ist so eine Torte ist ein Genussmittel. Ja. Also es ist nicht die tägliche Ernährung. Also man muss jetzt nicht meinen, hey, ich mache Rohkost. Geil, ich kann jetzt jeden Tag eine halbe Torte essen. Funktioniert auch in der Rohkost nicht. Es sollte immer noch dieses Sonntagsstückchen Kuchen bleiben, wie es halt in der normalen Ernährung auch ist. Man muss sich das als Genussmittel vorstellen. Und deswegen bin ich eigentlich auch nicht dafür, großartig Zucker zu reduzieren. Man kann natürlich jetzt Erythrit nehmen oder Birkenzucker, wenn man es wirklich dann kalorienarmer haben möchte. Aber ich bin da eigentlich nicht für, weil ich sage, es sollen Genussmittel bleiben und nicht jeden Tag. Da sind halt auch viele Nüsse und alles drin. Stimmt. Und in der Kombi mit den Früchten halt jetzt auch nicht so extrem gut. Richtig. Und deswegen, es ist immer noch gesünder definitiv als das Bounty an der Tankstelle. Ganz genau. Oder Koppenrad und Wiese aus der Deka. Ja. Aber es ist ein Genussmittel. Richtig. Ja, selten dann halt. Ich finde es gerade bei Rohkost auch wichtig, dass es schmeckt. Ne? Ja. Definitiv. Wenn dann alles so bitter ist. Oder? Ja. Ja. So, jetzt habe ich hier Mohn vorbereitet. Den habe ich mit ein bisschen Wasser und also erst gemahlen, damit Wasser und Agavendicksaft vermischt und ein bisschen quellen lassen. Steht jetzt hier so ein Stündchen und ist ein bisschen gequollen. Mhm. Mohn, muss man dazu sagen, wurde eine Zeit lang in Verruf gebracht, weil er angeblich giftig sei. Naja, da gab es doch mal, wo sie die Polizei, wo sie die angehalten haben und dann hieß es, die hätten Drogen genommen, genau, weil sie Mohnbrötchen gegessen haben. Ja. Genau, ja. Also er hat eine leicht sedative Wirkung, weil Opiate drin sind. Das heißt, er beruhigt, er wirkt sehr entspannend und das hat auch mit den B-Vitaminen zu tun, die da drin sind. Der Mohn ist ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel. Deswegen toll, dass du ihn hier verarbeitest. Ich liebe ihn persönlich sehr. Ich auch. Ich bin ein totaler Mohn-Fan. Ja, ich habe früher Mohn gehasst. Ne? Also meine Mama einen Mohnkuchen gemacht, habe ich gesagt, oh Gott, ne? Ich wollte ja eigentlich auch mitessen. Aber ich glaube, Kinder hassen immer Mohn. Ja. Es gibt so Sachen, die man als Kind einfach eklig findet, wie Oliven oder so. Und wenn man du weißt, wenn du, dass du alt bist, wenn du Mohn magst. Ne? Dann bin ich aber schnell alt geworden. Ja. Das einzige Nervige an Mohn ist, dass es immer zwischen den Zähnen klebt. Stimmt. Das ist, ja gut, wir zeigen das auch nicht, wenn wir den gegessen haben. Nee. Unsere Zähne aussehen, das lassen wir. Also den kann man so ein bisschen hier verteilen auch und andrücken. Vielleicht kriege ich das jetzt hier so halbwegs gleichmäßig hin. Die Form ist ganz schön hoch für das Flachdrücken, muss ich sagen. Ja, das stimmt, ja. Wenn man so ein bisschen flachere hat, dann ist das angenehmer. Nur für die großen Torten ist es schon schöner, so einen hohen Rahmen zu haben. So. Super. Okay, den können wir schon mal zur Seite stellen. Jetzt kommt die Füllung dran. Okay. Und dafür bräuchte ich deine Mithilfe. Oder bist du rüber? Oder magst du? Ich kann auch. Dankeschön. Nein. So, da brauchen wir einen Mixer. Also das ist jetzt auch eine Torte, die man, oder ein Kuchen, den man jetzt auch mit einem ganz normalen, einfachen Mixer, da braucht man jetzt nicht diesen Hochleistungsmixer für. Ne? Das, okay. Im Endeffekt kann man das mit sehr günstigen Geräten machen, was bei den richtigen Rohkosttorten nicht mehr möglich ist. Da braucht man halt wirklich diese Hochleistungsmixer. Richtig. Der ginge zur Not, sage ich jetzt auch mal, mit dem Pürierstab in die Küche. Ja. Ist langwierig und nicht so komfortabel, aber es wäre machbar für jemanden. So, da hatte ich jetzt schon mal vorbereitet, und zwar wäre das
das hier. Mango. Da kommt rein Mango, genau. Oh, die ist jetzt schon mal geschält und gewürfelt. Kriege ich einmal den Löffel, bitte? Ja. Ja, Mango ist ja auch was ganz was Feines, ne? Ja. Da hat man aber natürlich ordentlich schönen Fruchtzucker. Genau. Mango ist halt wieder so ein Beispiel dafür, dass tatsächlich die zu viel an Fruchtzucker nicht unbedingt gesund ist. Aber wir haben es ja vorhin schon erwähnt, uns geht es wirklich um den Geschmack jetzt. Wir genau. Wollen die Kinder, genau. Wir wollen die Familie mitnehmen, wir wollen die Freunde mitnehmen. Und da ist Mango einfach ein Genuss und gilt als einer der beliebtesten Obstsorten in Deutschland. Ja, und die Banane noch dazu, ne? Noch eben. On top. Da haben wir die Tropenfrüchte kombiniert. Du machst jetzt nur eine halbe Banane? Ja, muss man jetzt nur eine halbe Banane da rein. Das ist nur so ein bisschen auch für die Süße, weil Mangos, die wir kriegen, sind meistens nicht wirklich süß. Ne? Stimmt. Ja, die sind sehr wässrig und die Bananen sind meistens viel zu süß. Ne? Die sind dann wieder so dominant. Gibt dem Ganzen auch noch mal zusätzlich noch Cremigkeit. Und das machen wir noch ein bisschen Vanille. Das war jetzt Zitrone? Das war Zitrone, genau. Alles klar. Und jetzt nehmen wir noch ein bisschen Vanille. Richtig. Ganz wichtig, hier drunter haben wir sehr, sehr hochwertiges Obst und Gemüse verlinkt. Das heißt, möglichst entweder in den Bioladen gehen oder gucken, dass es aus Permakultur, von den Bauern in der Ortschaft oder aus einer Quelle bekommt, die einigermaßen hochwertig liefert. Und da mixen wir jetzt einfach mal eine schöne Creme raus. Das kommt nicht rein? Noch nicht, das sind die Flohsamenschalen, die kommen ganz zum Schluss rein. Okay. Gut. Das soll jetzt eine cremige Masse werden, ja? Ja, das wäre super. Genau. Okay. Achtung, der muss dann, ja, der muss immer ein bisschen festhalten, möglichst unten. Wurde mir gesagt, unten festhalten. Okay, unten festhalten. Ich kenne dieses neue Gerät noch gar nicht. Was drücke ich denn jetzt? Du drückst einfach hier, suchst du eine Geschwindigkeit aus, legst los und dann kannst du die hochziehen. Ah! So. Das ist easy. Das reicht schon. Das ist das ja echt reicht super schon. Einfach. Und jetzt kommen die Flohsamenschalen rein zum Schluss, weil die binden halt und machen das Ganze so schön schlotzig, sag ich mal. Ne? So. Und dann mixt man den nochmal rein. Die brauchen so 3-4 Minuten, bis sie richtig angezogen sind. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Genau, und jetzt nochmal auf den Knöpfchen. Genau, perfekt. Aha. Und dann kannst du jetzt auch nochmal richtig hochziehen, dass sie richtig schön verteilt werden. Da merkst du schon, wie die anfangen zu binden, die Flohsamenschalen. Ja. Geht jetzt schon so Richtung Wackelpudding. Dann kann man erstmal ausmachen. Ja, ist jetzt viel fester geworden. Super. Ja, toll. Super. Und dann machst du diesen leckeren Mango-Bananenschlotz, sag ich mal. Jetzt kommt der in, ich habe hier schon eine Schüssel hingestellt, die kann man da oben drauf stellen. Dann kommen die Mangos da rein und mischen wir das mit denen zusammen. Aha. Mhm. Weil ich versuche mal so ein bisschen als Gebackene dran zu kommen. Beim Backen machst du deine Früchte da rein, zum Beispiel auch Äpfel oder so. Und die Hälfte der Äpfel verflüssigen sich so ein bisschen. Ne? Die werden zu so einem breiigen Zeug. Ja. Und um da irgendwo in der Rohkost auch dran zu kommen und damit die ganzen Stücke nicht vom Teller runterpurzeln, wenn du das Ding aufschneidest, mache ich halt immer bei Fruchttorten oder Fruchtkuchen eben so ein, ich sage immer so gerne Schlotz, ne? Weil das ist es ja im Endeffekt eine Creme, die so ein bisschen bindet, die das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Und wenn das dann in den Kühlschrank kommt, ich sag mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, dann haben die Flohsamenschalen schön angezogen und dann kann man den auch wunderschön aufschneiden. Super. Ja. Wieso hast du dich jetzt für diesen Bianco entschieden? Wir haben ihn hier drunter auch verlinkt, falls ihr Interesse daran hat. Was findest du an diesem Gerät so besonders? Ja, da bin ich, ich sag jetzt mal, wie es ist. Ich mag auch den Vitamix, ich mag den Bianco, ich mag sie beide. Sind beides super geile Geräte und haben beide ihre Vor- und ihre Nachteile. Richtig. Der ist zum Beispiel leise, hat nur 72 leiser, Dezibel, der andere 90 Dezibel. Und das ist, wenn man dann ständig in der Küche ist und die ganze Zeit, also ich bin immer noch traumatisiert von der Rucosteria-Zeit, mir dreht sich's immer noch im Kopf, weil der Mixer halt die ganze Zeit so laut da rumdöst. Der ist halt sehr laut. Was der Vitamix natürlich hat, der hat diesen sehr schönen, lecker. Bauchigen Filter. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stampf mache oder so, das machen wir auch heute noch. Genau. Einen schönen Kartoffelstampf, also nicht Kartoffel, mit anderen Gemüse, ist der natürlich toll, ne? Mit dem großen Auffangbehälter und kannst halt super drin arbeiten. Richtig. Ist auch ein bisschen standfester vom Dings her. Mhm. Beim Bianco ist natürlich, der läuft nicht heiß. Ja. Na, das ist immer, ich sag mal, wenn ich jetzt bei Events arbeite, ich habe immer generell 2 Vitamix-Blöcke stehen im Kühlschrank, weil die heiß gelaufen sind, und einen arbeite ich mit. Da wird immer getauscht und immer gedreht. Hatten wir auch. Da ist immer die Sicherung dann raus. Genau, das habe ich wiederum bei dem nicht. Ne? Dafür muss ich halt extrem aufpassen, wenn ich mixe und immer dabei stehen bleiben, weil der nicht so standfest ist. Den Vitamix lasse ich auch schon mal alleine auf der Platte, ne? Und gehe halt mal durch die Küche. Es ist halt wirklich Geschmackssache. Ne? Also ich würde nicht... Sind beide toll. Richtig. Ich habe sie beide deswegen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich finde, je nachdem für den Verwendungszweck, finde ich beide einfach genial. Super. Das sind tolle Geräte. Okay. Genau, das ist jetzt schön vermischt. Ne? Das kann jetzt, haben wir noch den Gummispatula irgendwo? Ja. Wenn nicht, dann nehme ich den.
Dann kann man das hier einfach reinmachen. Hier ist noch einer, ja. Ja, aber ja gut. Derselbe. Ja, es geht ja auch mit denen super. So. Das sieht jetzt schon voll gut aus. Jetzt, stimmt. Und eigentlich macht man ja noch Kokos dazu, um dass es dann aushärtet. Bei dir härtet es jetzt allein durch die Flohsamenschalen aus. Ja, genau. Das wird nicht richtig hart. Das ist halt wirklich wie wenn du so einen Apfelblechkuchen hast. Ne? Hast du im Endeffekt ja auch in der Mitte eine Matsche. Richtig. Ja, du hast ja nix, ja, du hast ja nichts Hartes da drin. Ja, und warum sollte man dann jetzt noch das zusätzliche Fett da reintun? Hast du absolut recht. Geschmacklich, wer mag, kann natürlich jetzt auch anstelle dieser Streusel, könnte natürlich jetzt auch das Ganze mit Kokosflocken machen. Ne? Und mit Kokosflocken abstreuseln ist auch eine schöne Sache. Bei Apfelkuchen mache ich gerne Kokos-Zimtstreusel obendrauf. Mhm. Ist auch immer nett. Der muss aber dann trotzdem auch eingefroren werden? Nein, ich friere nie Torten ein. Ah, das hat den Vorteil im Vergleich zu den Torten, die wir in dem anderen Rezeptbuch haben, dass wir natürlich jetzt das Thema haben, dass die Enzyme lebendig bleiben. Wir hatten es vorher schon in der Sendung. Das heißt, wenn wir Lebensmittel wie zum Beispiel Mangos oder Tropenfrüchte, die ja eigentlich nichts mit Hitze zu tun haben, mit Kälte zu tun haben in ihrer natürlichen Anbauregion, wenn wir die zu lange zu tief einfrieren, dann schlafen die Enzyme ein. Ja, die Enzyme sind der lebendige Teil. Das heißt, die sind quasi das Leben in dem Nahrungsmittel. Die sind die Biokatalysatoren, das heißt, die spalten die Nährstoffe auf, sie transportieren die Vitamine, Mineralien im Körper, sie sind ganz, ganz wichtig. Und wenn wir die jetzt einfrieren würden, lange diese Torte, dann wäre die sehr, sehr viel schwieriger bekömmlich. Und das ist natürlich jetzt genial, das hast du sehr schön kreiert, dass man die dann nicht einfrieren muss und somit diesen Schritt sich erspart. Ja, ich meine, die Biophotonen sind hin, ne? Da kannst du besser aus der Mikrowelle essen, da noch mehr erhalten im Endeffekt, wie wenn du es aus der Gefriertruhe holst. Ich meine, viele Nährstoffe bleiben auch erhalten. Man sollte jetzt nicht komplett auf TK verzichten, aber wenn man es vermeiden kann, vermeide ich es eben. Richtig. Ja, und das ist auch bei Torten. Ich mag auch die Konsistenz nicht von eingefrorenen Torten. Und wir können sie, und das ist natürlich für mich ganz besonders interessant, recht schnell essen, oder? Ja, das ist auch schön, wenn man die Freundin ruft an, morgens um 10 und so, oh Gott, ich möchte was hinstellen. Ja, kein Problem, dann machst du eben so einen schnellen Blechkuchen her. Also ich mache den normal für Events oder so, mache ich den wirklich auf dem Blech im Großen. Mhm. Ja, und mache so einen viereckigen Tortenrahmen drum und dann hast du gleich für 20 Leute hast du da so Kuchen fertig. Und wie lange dauert das jetzt, bis ich die Form dann später abnehmen kann? Das ist, wie gesagt, jetzt eine halbe Stunde oder so, dann kannst du die schon vorsichtig abnehmen. Musst halt einmal so ein bisschen drumherum und ein bisschen mit Bedacht drangehen, dann geht das super. Wow. Im Gegensatz zu den anderen Torten, die immer über die Nacht in den Kühlschrank müssen. Ja. Und der läuft mir auch gar nicht weg tagsüber. Ich kann den einfach stehen lassen auf der Messe, ungekühlt. Ja, natürlich. Wahnsinn. Weil ist ja Flohsame, ne? Ist ja nicht hitzeabhängig, die Bindungsfähigkeit Richtig. Von Flohsamenschalen. So, und im Endeffekt ist unser Kuchen jetzt schon fertig. Der muss jetzt nur in den Kühlschrank und dann können wir den gleich genießen. Was da sagt? Bin ich schon ganz gespannt drauf. Ja. Ganz genau. Also der sieht echt toll aus. Ja. Mann, es ist immer so krass, wie schnell das geht. Ja. Vielleicht können wir ja nochmal ein schönes Foto dann einblenden. Ja, natürlich. Wir werden auf alle Fälle noch zeigen, wie wir den fertigen Kuchen anschneiden. Bild, ne? Genau, wie wir den anschneiden. Genau. Ja. Super. Gut, so. Dann stecke ich den jetzt in den Kühlschrank. Das wäre sehr lieb. Und bitte sehr, die Dame. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Wir sehen uns gleich. Danke, bis gleich.